So, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Star Wars Unboxing. Dieses Mal habe ich hier die Solo limitierte Edition Blu-ray vor euch liegen oder vor mir liegen. Die ist am 27. September erschienen, gleichzeitig mit allen anderen Heimkinomedien in Deutschland, DVD und normale Blu-ray. Die limitierte Auflage ist wie bei allen Disney-Veröffentlichungen der letzten knapp 3 Jahre ein Steelbook. Deswegen spiegelt sich das ja auch gerade ein bisschen, aber nur gut kann man nichts machen. Motiv ist der Falke, der Millennium Falke. Auf den normalen Blu-ray- und DVD-Veröffentlichungen ist quasi der Cast zu sehen, also Han Solo, Chewbacca, Beckett, alle anderen Charaktere, deren Namen ich jetzt kurzerhand vergessen habe, weil ich den Film ehrlich gesagt bisher auch nur einmal im Kino gesehen habe. Diese Fassung habe ich noch gar nicht angeguckt, die Heimkino-Fassung. Ich habe sie schon entfoliert, damit wir uns das Gehabe hier sparen. Also wie gesagt, das Cover ist der Millennium Falken. Die Rückseite ist wie an sich alle Veröffentlichungen ein ganz normales Trara aus Schauspielern, aus Informationen über den Film, ein paar Screenshots, die Special Edition, wollte ich gerade sagen, die zusätzlichen Features, wie für mich interessant, die Szenen, die wohl den Film aufgewertet hätten, wenn sie drin geblieben wären, und halt das übliche Making-of-Geblabla. Ich habe aber gelesen, dass die Making-ofs leider nichts behandeln von den ursprünglichen Regisseuren von Miller und Lord, weil die ja quasi, wie ihr wisst, kurzerhand vorher entlassen wurden, nach 70% des Films, weil wohl Kathleen Kennedy nicht zufrieden war mit der Schnittfassung oder was die Jungs da gemacht haben mit ihren Adlibs, quasi mit ihren improvisierten Comedy-Elementen. Und deswegen wurde ja kurzerhand, wie ihr seht, auch hier Ron Howard als Regisseur engagiert, der dann quasi das ganze Ding fast neu drehen musste. Also wie gesagt, Lloyd und Miller werden wohl überhaupt nicht angesprochen. Es wird nichts erwähnt von diesem Konflikt, was ich schade finde, weil das wäre interessant gewesen. Ich meine, klar, man kann das nicht als in die Öffentlichkeit rausplaudern, weil es ist ja schon mehr Internas, aber na gut. Ich meine, wir reden trotzdem immer noch bloß über den Film, nicht irgendwie um das Schicksal der Welt. Deswegen kann man da, glaube ich, auch mal ein bisschen lockerer sein. Und Geld, naja, gut, Geld hat Disney mit dem Film nicht wirklich gemacht. Der ist ja ziemlich gefloppt, Solo, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls auch hier wieder, wie in allen anderen Star Wars Veröffentlichungen von Disney, dieser Pappschuber, den man rausnehmen kann. Und dann hat man hinten meistens noch ein schönes anderes Motiv. In diesem Moment oder diesem Fall ist es ein gemaltes Bild, sehe ich gerade, so ein Artwork des Millennium Falcon mit Chewbacca, Han Solo, Lando und Emilia Clarks Charakter. Den, wie gesagt, ich kann mir einfach keinen Namen merken, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Das packen wir mal beiseite. Ja, das Lustige ist übrigens, dass bisher alle Anthologiefilme das Logo auf der Rückseite immer in der Mitte ist. Ich habe ja auch mal noch als Vergleich die anderen 3 Fassungen, die Steelbooks mit bei. Hier habe ich sie alle liegen, damit ihr die mal seht. Huch, da habe ich bestimmt gerade Mist gemacht. Hier und hier. Da kann man schlecht sehen, jetzt hat die Kamera bestimmt zu doll gezoomt. Und wie ihr sehen könnt, hier bei Rogue One zum Beispiel, beim ersten Anthologiefilm, ist der Schriftzug auch mittig. Das finde ich ein interessantes Detail, während bei den normalen Saga-Filmen der Schriftzug, glaube ich, gar nicht zu sehen ist, sondern bloß die Charaktere, die Hauptcharaktere zu sehen sind. In diesem Falle hier zum Beispiel. Links Last Jedi, rechts Force Awakens. Ja, lustige Sache. Übrigens hier die Special Edition von und limitierte Edition von Force Awakens. Die hatte ich ja noch gar nicht gezeigt, glaube ich, aber so sieht die aus. Schon lange her, schon fast 3 Jahre her, dass das rauskam, der Film. Meine Güte, die Zeit vergeht aber auch. Naja. Gut, das ist aber nicht Thema dieses Videos. Nochmal zurück zur Solo Blu-ray. Wir packen die mal aus. Und wir sehen könnt wieder erstmal Flyer. Die offiziellen Bücher zum Film. Was lustig ist, es ist alles bloß Kinderkacke. Es gibt eigentlich bloß für mich 2 offizielle Bücher zum Film. Einmal die Vorgeschichte mit Han auf Corellia, die ich letztens gelesen habe, Most Wanted. Eigentlich ein ganz gutes Buch, muss ich sagen. Und halt das Filmbuch an sich, das ein paar erweiterte Szenen hat. Was haben wir noch? Lesepass. Also wenn irgendwelche Codes drauf sind, könnt ihr die gerne einlösen. Mir ist das vollkommen egal. Das war's schon wieder mit Inlays sozusagen. Hier habt ihr die ganzen Scheiben. Was haben wir links? Links haben wir die normale Blu-ray-Fassung. Das ist quasi meine favorisierte Fassung. Hier das Bonusmaterial, das man unschwer erkennen kann. Und darunter die 3D-Fassung des Films. Ich werde mal alle Scheiben rausnehmen, die sehen ganz schick gestaltet aus, muss ich sagen. Hier, das ist das Cover der normalen Fassung, dieses Motiv. So, und die auch nochmal hier. Und ihr seht hier ein Motiv des Falken, des Cockpits. Das ist ganz hübsch gemacht, muss ich sagen. Das ist immer das Coole bei diesen limitierten Fassungen, dass sie immer so ein durchgehendes Motiv haben.
Aber ansonsten finde ich es ein bisschen spartanisch immer, weil, ich weiß nicht, so ein früher gab es noch Kapitel, meiner Meinung nach, Kapitelblätter oder mal einen Gutschein vielleicht nochmal oder keine Ahnung. Irgendwas anderes Schönes, aber naja, es ist ja trotzdem irgendwie wertig. Aber für den Preis, ich meine, ich habe für das Ding jetzt 28 € abgedrückt, neu. Und das wurde während der Bestellvorgang, ich hatte es schon vorbestellt vor 3 Monaten, nur um 1 € gesenkt bei Amazon. Also, und jetzt sehe ich schon, dass es die Fassung neu bei anderen Händlern schon für, ich glaube, selbst mit Versandkosten, glaube ich, für 25 € gibt oder billiger. Also war das wieder so ein bisschen Kundenverarsche, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches bei Amazon leider. So, aber warum bestelle ich das auch vor, ne? Aber ich gehe mal davon aus, immer, dass es limitiert ist, dass es immer so eine große Nachfrage ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist entweder das ist Quatsch, dass es limitiert ist, das ist bloß Marketing, oder es ist gar keine Verknappung da. Also, ich weiß auch nicht. Wie ihr sehen könnt, ist das auch ausgestanzt. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, so ein bisschen hier. Nee, nicht wirklich, man fühlt es, aber das Schiff ist ausgestanzt, sowohl oben als auch unten. Innerhalb leider nicht. Schade eigentlich. Hier ist es cool, wenn es hier nochmal anfassbar wäre, oder hier so ein Geriffel vielleicht. Und das ist auch nochmal ausgestanzt hier, dieses quasi Fenster, das hier. Ja, gut. Leider wieder auch nicht viel zu sagen zu dieser Fassung zum Unboxing, wie auch bei den anderen beiden Videos. Eigentlich sind die ein bisschen sinnlos, finde ich. Aber ich habe trotzdem Bock, das zu machen, weil, ja. Ich wollte es einfach mal zeigen, weil an sich ist es aber sehr schick gemacht, muss ich sagen. Und ich finde es auch gut, dass sie das konstant so lassen vom Design her. Ich packe das wieder in den Schuber rein. Vom Design her zu den anderen Fassungen. Halt dieser Pappschuber, ein schickes Sondermotiv gegenüber den normalen Fassungen. Und ja, und halt innen drin noch so ein cooles einmaliges Motiv des Films sozusagen. Cockpit halt wie hier. Gut, hier nochmal alle Fassungen im Überblick bisher alle erschienenen Fassungen von Disney. Aus Disneys, ja, ich sag mal, Werken, Schmieden, wie auch immer. Macht das so vielleicht. Ja, wie das blendet ein bisschen durch die Softbox, sorry deswegen, aber ja. Einzig schade ist bei dem Pappschuber, dass dieses blöde 12er-Logo nicht wegzumachen ist. Aber die Pappe möchte ich auch nicht wegschmeißen, weil halt, wie gesagt, hinten noch ein bisschen Infos draufstehen, die so nicht draufstehen, aber naja, mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, war es das erste mit Unboxings bis wahrscheinlich 2020, weil ihr wisst ja, dieses Jahr kommt keiner Star Wars-Film mehr. Erst Ende 2019 kommt über so einen neuen raus und dann wird es bestimmt nochmal dauern bis, sage ich mal, April 2020, bis Heimkinomedien erscheinen werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, habt noch einen schönen Sonntag. Die normalen Fassungen haben die normalen, die Crew auf dem. Oh Gott. So, willkommen zu einem neuen Unboxing von Star Wars Heimmedien. Was für ein Quatsch. Dieses Mal geht es um Solo, A Star Wars Story. Ich habe hier die limitierte Blu-ray vor euch zu liegen. Vor euch zu liegen. Dieses Mal habe ich hier die limitierte Solo Blu-ray vor mir liegen. Die wurde, was ist das, Scheiße, gleichzeitig mit allen anderen Heimkinomedien in Deutschland, zum Beispiel auch, Blödsinn.